Beratung der Unterrichtung, Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Daniela Kolbe, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wow, Donnerstag, 9 Uhr, Parlaments-Primetime. Wir diskutieren heute den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und ich muss sagen, der Zeitpunkt ist genau richtig und genau angemessen. Denn KI-Systeme prägen bereits heute einige Lebensbereiche und einige Wirtschaftsbereiche sehr stark. Und es ist davon auszugehen, dass sie Einfluss auf alle Lebensbereiche nehmen werden. Und diese Erkenntnis ist bei mir und unseren Mitgliedern der Enquete-Kommission während der 2 Jahre Arbeit gewachsen. Es war richtig, diese Enquete einzusetzen. Und es war mir persönlich eine große Ehre, sie zu leiten. Ich hatte es mit 18 selbstbewussten, wissbegierigen und meinungsstarken Mitgliedern des Bundestages zu tun und mit 18 extrem Sachverständigen, externen Sachverständigen. Wir haben uns verschiedene Lebensbereiche in Bezug auf künstliche Intelligenz angesehen und sind zum Teil zu sehr konkreten und sehr spezifischen Handlungsempfehlungen gekommen. Denn ja, man kann und man muss einige allgemeine Feststellungen zum Thema künstliche Intelligenz treffen. Aber wirklich spannend wird es, wenn man sich die Auswirkungen, die ganz konkreten Auswirkungen und Handlungsoptionen anschaut. Und auch das haben wir gelernt. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Fachausschüssen, schauen Sie sich diese Unterrichtung genau an. Der Bericht hat auch nur 800 Seiten. Ganz im Ernst, liebe Gesundheitspolitikerinnen und Politiker, schauen Sie sich den Bericht an. Wir haben dort extrem konsensual für den Bereich Gesundheit die Chancen von künstlichen KI-Systemen beschrieben. Wir machen ganz konkrete Vorschläge, wie man zu mehr Gesundheitsdaten kommen kann und wie man mit Pandemien mithilfe von KI-Systemen besser umgehen kann. Das könnte doch von Interesse sein. Liebe Wirtschaftspolitiker und Wirtschaftspolitikerinnen, für euch ist dieser Bericht Pflichtlektüre. Wenn wir wollen, dass es eine KI made in Germany wirklich gibt, müsst ihr noch viel stärker loslegen. Und Gleiches gilt für die Forschungs- und Bildungspolitikerinnen und Politiker. Wir haben sehr konkret beschrieben, dass und wie wir uns noch mehr Forschungs- und Bildungsanstrengungen in dem Bereich erhoffen. Und ich schätze, die Digitalpolitikerinnen haben den Bericht schon gelesen oder etwa noch nicht. Ich will auch noch mal meinen Blick in Richtung Arbeitsmarktpolitikerinnen und Arbeitsmarktpolitiker richten. Das ist nämlich der Punkt, bei dem die meisten Menschen in Bezug auf KI-Systeme wirklich sich Sorgen machen. Was für Auswirkungen hat KI auf meinen ganz persönlichen, ganz konkreten Arbeitsplatz? Und da macht der Bericht sehr konkrete Vorschläge, insbesondere auf die Forschung im Arbeitsmarkt und wie wir durch eine Verbesserung der Mitbestimmung aktiv werden können. Auch Verkehrspolitikerin, Stichwort autonomes Fahren, den Kulturpolitikerin, Stichwort soziale Medien, den Europapolitikerin, Stichwort Kartellrecht und Regulierung und natürlich den Haushaltspolitikerin und dem ganzen Rest des Hauses möchte ich eine ganz, ganz starke Leseempfehlung für diesen wunderbaren Bericht geben. Wir wollen, dass sich eine KI durchsetzt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn das passieren soll, dann brauchen wir KI-Systeme, die etwas Sinnvolles, Sinnstiftendes tun, vielleicht reale Probleme lösen, die das gut machen und denen ich vertrauen kann. Und dann, wenn wir solche KI-Systeme haben, dann kann das auch ein Unique Selling Point und eine wirkliche Wirtschaftsoption sein. Mit welchem positiven Commitment die Leute daran gegangen sind, finde ich, kann man auch daran erkennen, dass 7 Enquete-Mitglieder während der Zeit beschlossen haben, Kinder in die Welt zu setzen. Allein 5 weibliche MdBs haben sich entschieden, wir probieren das mal mit der Vereinbarkeit von Mandat und Familie, auch wenn ich nicht glaube, dass KI-Systeme da absehbar helfen werden. Aber es zeigt den positiven Blick. Ich möchte an der Stelle Ronja Kemmer herzlich grüßen, Obfrau der Union, die gerade in den Mutterschutz gegangen ist, und bedanke mich für die Zusammenarbeit. Ebenso bei
bei meinem Stellvertreter Stefan Sauer, bei meinem Obmann René Röspel und ganz, ganz besonders bei den externen Sachverständigen, die uns bereichert haben. Und mein letzter Dank gilt mit Blick auf die Besuchertribüne unserem wundervollen Sekretariat. Ohne die wäre es nicht so gut geworden. Und ich sage ganz klar, es ist gut geworden, dieser Bericht. Deswegen, die Arbeit fängt heute erst an. Wir übergeben das heute an den Bundestag mit einem guten Gefühl, aber auch mit der klaren Erwartung. Lesen Sie den Bericht und lassen Sie ihn uns gemeinsam umsetzen, und zwar zügig. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Peter Felser, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen. Unsere Notebooks kommen von amerikanischen Firmen. Das Internet durchsuchen wir mit Google. Online-Shopping erledigen wir über Amazon. Unsere politischen Diskussionen führen wir zunehmend auf Social-Media-Plattformen amerikanischer Anbieter. Und übertragen werden all diese Daten in chinesischen Netzwerken. Das war die Ausgangslage vor 2 Jahren, und das ist die Ausgangslage auch heute am Ende der Arbeit unserer Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Liebe Kollegen, Europa hat ein Problem, ein Souveränitätsproblem. Im digitalen Zeitalter vollständig von außereuropäischen Tech-Giganten abhängig zu sein, ist eine Katastrophe. In der Enquete-Kommission haben wir uns 2 Jahre jetzt sehr intensiv mit den Chancen, aber auch den Risiken künstlicher Intelligenz beschäftigt. Von all den Chancen, die wir in der Kommission gesehen haben, wird aber nicht viel übrig bleiben, liebe Kollegen, wenn es uns Europäern nicht gelingt, den Status einer digitalen Kolonie abzustreifen. Die AfD hat in der Kommission 4 inhaltliche Schwerpunkte eingebracht. Erstens, digitale Souveränität und Sicherheit als Grundvoraussetzung des Einsatzes vertrauenswürdiger digitaler Technologien. Wir meinen, dass eine wertebasierte, menschenzentrierte europäische KI, wie sie wörtlich so im Bericht gefordert wird von uns, nur mit eigener konkurrenzfähiger Hardware und eigener Software funktionieren kann. Eigene Netzwerkinfrastrukturen sind für einen eigenen europäischen Weg ebenfalls erforderlich. Zweitens, die bedingungslose Garantie der Bürgerrechte und der Meinungsfreiheit als Grundpfeiler unserer Demokratie. Die Meinungsfreiheit und der Austausch konträrer Standpunkte im Internet werden bedroht. Bedroht durch KI-Verfahren, die unerwünschte Äußerungen unterdrücken. Bedroht, wenn unliebsame Autoren von der Mitwirkung an der gesellschaftlichen Debatte ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen durch Algorithmen, ausgeschlossen durch lernende Systeme. Wie stark und mächtig die großen Konzerne sind, das haben wir alle gestern gesehen, als Twitter den amtierenden US-Präsidenten zeitweise blockierte, und zwar am Wahltag. Solch eine gefährliche Waffe, solch ein giftiges Instrument gegen die Meinungsfreiheit wollen wir nicht in den Händen ausländischer Konzerne. Und wir wollen sie auch nicht in den Händen dieser Regierung wissen, meine Damen und Herren. Drittens, deutsche Wissenschaftler, unsere Techniker, unsere Ingenieure sind der einzige Rohstoff, den unser Land fördern kann. Bildung ist deshalb für eine zukunftsfähige KI unabdingbar. Viertens, der deutsche Mittelstand erwirtschaftet den Wohlstand für unser Volk. Es ist der deutsche Mittelstand. Er muss effektiv vor den großen internationalen Tech-Konzernen geschützt werden. Er muss fit gemacht werden für den Einsatz und für die Nutzung von KI. Wir haben letztendlich dem Abschlussbericht der Kommission zugestimmt. Wir haben mehrere Zusatzvoten angefügt. Der Bericht ist aber nur der kleinste gemeinsame Nenner aller Fraktionen. Er ist eine Basis, ein erster Schritt auf einem langen Weg. Jetzt gilt es, das auch wirklich umzusetzen und voranzubringen. Lassen Sie mich am Ende danken dem Sekretariat, das wirklich eine zuverlässige, hervorragende Arbeit geleistet hat. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine aktuelle Studie zeigt, die Menschen in Deutschland sehen Anwendungen der künstlichen Intelligenz heute sehr viel positiver als zu dem Zeitpunkt, als wir die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz vor 2 Jahren ins Leben gerufen haben. Damals hat etwa die Hälfte der Befragten gesagt, sie sind optimistisch, und etwa die andere Hälfte war sehr skeptisch. Heute ist es so, dass 2 von 3 Befragten sagen, wir wollen die Chancen von künstlicher Intelligenz nutzen für uns, für bessere Mobilität, für bessere Gesundheit, in der Verwaltung, in den Behörden, in vielen anderen Bereichen. Das ist eine gute Entwicklung, und es wäre jetzt wahrscheinlich vermessen zu sagen, nur die Enquete-Kommission ist daran schuld, dass das Bild von künstlicher Intelligenz heute positiver ist als vor 2 Jahren. Aber ich glaube schon, dass diese Auseinandersetzung im Parlament, im Herzen der Demokratie mit dieser Technologie künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie schon einen ganz maßgeblichen Punkt darstellt in der Debatte, ob die Menschen in Deutschland die Technologie als Chance oder als Bedrohung empfinden. Und deshalb will ich mich ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die in den letzten 2 Jahren diese Arbeit geleistet haben. 38 Mitglieder hatte die Enquete-Kommission, zur Hälfte Abgeordnete, zur Hälfte Sachverständige. Und dieses spezielle Format der Enquete-Kommission ist ganz besonders geeignet, eben Diskussionen, politische Diskussionen zu führen und sie ganz breit aufzulegen, mit politischen Aspekten, mit ethischen Aspekten, mit wirtschaftlichen Aspekten. Und wir haben damals, als wir die Kommission zusammengesetzt haben, sehr gut darauf geachtet, dass die Sachverständigen auch dieses breite Themenspektrum abdecken. Und ganz besonders den Sachverständigen will ich auch danken. Denn das waren viele, viele Stunden harte Arbeit für die Demokratie, für die demokratische Debatte. Und das haben sie alle gemacht nebenher, neben ihrer eigenen Tätigkeit als Professoren, als Forscher, als Start-up-Gründerin, als Theologen, als Professoren in Stiftungen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass dieses Bild der künstlichen Intelligenz heute positiver, realitätsnaher und konstruktiver ist als vor 2 Jahren. Ein herzliches Dankeschön an diese Sachverständigen und die Power, die sie reingesetzt haben. Ein herzliches Dankeschön natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, denn auch sie haben das neben ihrer tagtäglichen parlamentarischen Arbeit gemacht. Und wir alle wissen ja, wie schwierig das ist, sich wirklich zurückzunehmen, Sachen grundsätzlich zu betrachten, sich Zeit zu nehmen, Themen wirklich zu durchdringen. Und das über 2 Jahre hinweg in sehr intensiven Debatten. Ein herzliches Dankeschön allen MdB, die das in den letzten 2 Jahren geleistet haben. Besonders will ich mich natürlich bedanken bei unserer Obfrau Ronja Kemmer, die wirklich Großartiges geleistet hat, die jetzt mittlerweile auch von unserem Fraktionsvorsitzenden zur KI-Beauftragten der Unionsfraktion gemacht worden ist. Ein deutliches Zeichen, dass für unsere Fraktion die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz nicht am heutigen Tag beendet ist, sondern dass wir das zum Schwerpunkt unserer Fraktionsarbeit, unserer Zukunftsarbeit und Innovationsarbeit für die nächsten Jahre machen werden. Und ein herzliches Dank geht natürlich an die Mitarbeiterinnen und an Mitarbeiter. Das Ausschusssekretariat ist erwähnt worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen haben ebenfalls Enormes geleistet. 800 Seiten Text stehen da, ein Fundus von guten Vorschlägen, von differenzierter Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und daran haben eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen riesigen, großen Anteil. Für uns, Julia Dunker, ein herzliches Dankeschön. Uns ist wichtig als Unionsfraktion, und das spiegelt sich auch im Abschlussbericht und auch in den Sondervoten, wo durchaus auch Unterschiede in der Analyse deutlich geworden sind, dass wir einen chancenorientierten Ansatz wollen. Die Europäische Union macht den Vorschlag eines Ökosystems der Exzellenz und eines Ökosystems des Vertrauens. Und wir sagen,
Wir wollen auch ein Ökosystem der Agilität. Wir wollen Experimentierräume schaffen. Wir wollen, dass wir eine innovationsoffene Datenpolitik machen, weg von Datensparsamkeit hin zu Datensorgfalt mit Datenpools, mit Datentreuhändern, die es ermöglichen, überhaupt den Fundus zu legen, um KI aufbauen zu können, um KI-Systeme nutzen zu können. Ein innovationsoffener Umgang mit Daten, der die Persönlichkeitsrechte der Menschen schützt, aber gleichzeitig unseren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach künstlicher Intelligenz gerecht wird. Das ist ein innovationsoffener Ansatz. Dafür haben wir auch in unserem Sondervotum plädiert. Und wir plädieren für eine Regulierung, die nicht ganz klein differenziert nach Risikoklassen, sondern die den konkreten Anwendungskontext in den Mittelpunkt setzt. KI ist nicht KI. Es kommt sehr darauf an, wo sie eingesetzt wird. Und deshalb müssen wir KI auch so regulieren, dass wir die Chancen nutzen können, dass wir sehr nach Anwendungskontext die Risiken minimieren. Das ist unser Vorschlag auch im Rahmen dieser Enquete-Kommission. Und danach wollen wir die deutsche, aber eben auch die europäische Politik gestalten. Lassen Sie uns die Chance nutzen von künstlicher Intelligenz in den unterschiedlichsten Bereichen, beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Ökologie, gesellschaftliche Themen, wirtschaftliche Themen. Wir haben die Chance, KI Made in Europe zum Alleinstellungsmerkmal Europas zu werden zu lassen, zur echten Chance wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art. Deshalb ist das, die 800 Seiten der Enquete-Kommission, eine gute Grundlage. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit der letzten zwei Jahre. Wir werden sie als Fundus betrachten für künftige Politikgestaltung. Herzlichen Dank. Mario Brandenburg, FDP, ist der nächste Redner. Morgen, Herr Präsident, morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte künstliche Intelligenzen da draußen. Auch die FDP-Fraktion ist froh, dass der Endbericht nun endlich das Licht des Parlaments bzw. der Welt erblickt hat. Wir haben zwei Jahre lang in vielen Sitzungen gemeinsam verbracht. Das hat auch nicht immer an jeder Stelle nur Spaß gemacht, nur mit Verweis auf eine Wahl aktuell gerade woanders. Der Kompromiss und der Konsens ist in der Demokratie eben auch ein Wert an sich. Und deswegen liegt für uns der Ball jetzt auch bei Ihnen, liebe Große Koalition, liebe Regierung. Lesen Sie sich die über 230 Vorschläge durch. Beginnen Sie, die umzusetzen. Ende nächsten Jahres übernehmen dann wir in dem Digitalministerium und dann läuft das Ding. Lassen Sie uns zu den Inhalten kommen. Natürlich nimmt die FDP-Fraktion diesen Bericht an. Da sind viele gute Punkte drin. Wir haben uns gerade auch im Wirtschaftspapier stark eingesetzt, eben für ein bisschen mehr Beinfreiheit und Finanzierung unserer Start-ups, Forschungsfreiheit durch sogenannte regulatorische Freiräume. Da steht viel Richtiges, aber auch der gesellschaftspolitische Teil, PG Gesundheit, wirklich toller Bericht, Mobilität, steht viel Gutes drin. Insofern gibt es an der Stelle von uns natürlich breite Zustimmung. Wir können aber eben auch nicht verhehlen, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr gewünscht hätten. Mehr an Zukunftsoptimismus, ein bisschen mehr an Technologieneutralität. Denn es gab eben immer wieder den Versuch, bestimmte gesellschaftliche Probleme oder politische Wünsche auf eine Technologie outzusourcen. Und das mag politisch verständlich sein, ist aber technisch-fachlich falsch. Denn bei allem Zauber, der KI in Hollywood und in manchen Medienberichten innewohnt, wir sprechen immer noch über ein Werkzeug. Und das kann nicht die Probleme, die wir als Menschheit über tausende Jahre aufgebaut haben, auf einmal für uns lösen. Da braucht es mehr Rationalität und das war uns auch immer wichtig. Wir haben das Credo oder das Mittel der Sondervoten mit Bedacht eingesetzt, weil wir glauben, es macht einfach keinen Sinn, zwei Jahre lang gemeinsam einen Kompromiss zu suchen und dann eine Abhandlung zu schreiben, wie wir das alles viel besser gemacht hätten. Wir haben das deswegen nur an den Stellen genutzt, wo es uns auf der Metaebene ganz einfach nicht richtig gefallen hat oder wirklich auch unserem Glauben widerspricht. Ich möchte als Beispiel da die Diskussion um eine sogenannte Ex-ante-Regulierung, also Regulierung im vorauseilenden Gehorsam, ansprechen. Zum einen ist die KI eben noch in der Breite
Reichweite in Deutschland nicht so angekommen, dass Bürgerinnen und Bürger sich da selbst ein Urteil bilden können. Und nur durch Nutzung entsteht letzten Endes Mündigkeit. Und zum anderen sind wir in vielen Bereichen eben auch nicht führend. Und das ist dann ein bisschen so, wie wenn Sie im Wettrennen letzter sind, aber für die anderen ein Tempolimit fordern. Und das kann nicht das Ziel von Deutschland sein. Und das ist nicht die Haltung der Freien Demokraten. Und zum Schluss, man soll ja, wenn man im Leben vorwärts kommen will, sich auch immer selbst hinterfragen, was hätte ich persönlich anders gemacht, wenn ich nochmal die Chance hätte, von Beginn an dort mitzumachen. Ich glaube, wir haben beim Einsetzungsbeschluss eine Chance im Prinzip fallen lassen. Dieser Bericht ist designed auf die Innenwirkung als Handreichung fürs Parlament. Und wir haben 2 Jahre lang über Hightech diskutiert, haben letzten Endes 800 Seiten Low-Tech, nämlich Papier, produziert. Wäre ich eine KI, ich könnte es nicht mal lesen. Also insofern hätten wir uns da mehr im Sinne der Wissenschaftskommunikation anstrengen müssen, mehr Beteiligung. Der Punkt wird an der Stelle auch noch kommen. Insofern, liebe Regierung, lesen Sie es, fassen Sie es auf. Wenn ich noch mal so eine Kommission machen dürfte, würde ich aber schauen, dass wir durchaus extern mehr wirken und die Darbietungsform eine aktuellere ist. Letzten 10 Sekunden auch von uns wirklich Danke an die ganzen Menschen im Hintergrund. Das Sekretariat wurde genannt, super Arbeit, auch an alle Sachverständigen Danke. Ich würde mir ganz oft wünschen, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, bei bestimmten Diskussionen auch 50% gegen Experten austauschen zu dürfen. Das macht vieles leichter. Insofern uns viel Spaß mit der KI und der KI viel Spaß mit uns. Dankeschön. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Petra Sitte, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, künstliche Intelligenz oder besser maschinelles Lernen ist in der Tat eine epochale Technologie und insofern rechtfertigt es allemal, dass der Bundestag eine Enquete-Kommission eingesetzt hat. Für die Zuhörer will ich vielleicht noch Folgendes vorher sagen. Von künstlicher Intelligenz wird gesprochen, wenn Computer Probleme lösen, die bisher nur menschliche Intelligenz bewältigen konnte. Dafür werden diese mit Algorithmen, also Handlungsvorschriften, programmiert. Und je mehr sie dann trainieren, je mehr Erfahrungen bzw. Daten sie sammeln und auswerten, desto genauer werden die Ergebnisse, denkt man. Aber Menschen irren aus vielen Gründen. Menschen verfolgen Interessen, insbesondere auch, wenn sie KI programmieren und einsetzen. Und liefern nun Programmierer fehlerhafte Algorithmen oder liegen einseitige Basisdaten zugrunde, dann irren künstliche Intelligenzen zwar immer noch nicht, aber das, was rauskommt, erscheint uns als höchst fragwürdig und demzufolge hat es dann ein Akzeptanzproblem. Wenn wir unser künftiges Entscheiden und Handeln nachhaltig von KI beeinflussen lassen, dann ist es notwendig, dass wir unsere Souveränität erhalten, insbesondere indem wir uns den Zugriff auf Algorithmen auch erhalten. Das heißt, wir wollen, dass KI-Systeme tatsächlich auch gesellschaftlich und politisch kontrolliert werden können. Kurzum, da künstliche Intelligenz, wie schon angedeutet, positive und negative Erwartungen auslöst, muss eine interessierte Öffentlichkeit, wie eben gesagt, möglichst früh an solchen Diskussionen beteiligt werden und an den Schlussfolgerungen zu KI-Systemen teilhaben. Die Mehrheiten der Kommission haben das aber tapfer verschleppt, mindestens über 1,5 Jahre. Öffentlichkeit wurde erst zugelassen, als Ergebnisse vorlagen. Und das, meine Damen und Herren, darf einer Enquete-Kommission des Bundestages nie wieder passieren. Was war uns Linken besonders wichtig? Eine Balance zwischen Gemeinwohlorientierung und ökonomischen Interessen. Unbestritten war, dass KI gesellschaftsverändernden Charakter hat und eben auch deshalb muss Öffentlichkeit möglichst früh beteiligt werden. Leider war diese Gemeinwohlorientierung als Gewinn oder eben auch Gefährdung des Wohls der Allgemeinheit oder eben auch einzelner Menschen in der Kommission bei Gott kein Selbstläufer. Immer wieder mussten wir darauf drängen
und die Mehrheiten folgten aber schließlich dann doch einer Standortlogik. Immerhin, KI ist ein Milliardenmarkt. Und daher, meine Damen und Herren, werden sich die Konflikte, die wir schon vor der Digitalisierung und vor KI hatten, eben nicht einfach durch KI erlösen, sondern sie werden sich erneut vertiefen. Und das betrachten wir als vertane Chance. Zweitens, mag es die eine oder andere KI-Anwendung made in Germany geben, aber keinesfalls werden KI-Einzellösungen gegen die Machtkonzentration in der Datenökonomie konkurrieren können. Zugespitzt will ich hier mal fragen, wollen wir eine KI nach chinesischen Vorstellungen? Eine hochentwickelte Technologie, die in ungekanntem Ausmaß über Menschen Daten sammelt, jede Facette öffentlichen und Arbeitslebens in der politischen Totalüberwachung? Oder wollen wir vielleicht eine KI nach US-Vorbild? Eine hochentwickelte Technologie, die in ungekanntem Ausmaß Daten über Menschen sammelt, jede Facette privaten und öffentlichen Lebens in der ökonomischen Totalverwertung und Überwachung von Beschäftigten? Wir Linke haben da eine andere Vorstellung. Es muss einen europäischen Weg der Kooperation und der Regulierung dieses intransparenten Oligopolen-Plattformmarktes eingeschlagen werden, und zwar hier und heute mit mutigen, konsequenten und schnellen Entscheidungen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Drittens. KI soll einen Beitrag zur sozioökonomischen und sozioökologischen Umwälzung treffen. Klimawandel quasi als zivilisatorische Herausforderung auch berücksichtigen. Auch hier ist die Möglichkeit, ist die Kommission unter ihren Erfordernissen und den Möglichkeiten geblieben. Soziale Spaltung, national oder global, soziale Kontexte dürfen bei KI-Anwendungen nie ausgeblendet werden. Sonst bewirkt die Logik bisherigen Wirtschaftens, also die ungebremste Wachstumsideologie, dass sich Ungerechtigkeiten an Macht und an Wohlstand weiter vertiefen. Und insofern konnte es natürlich oder kann es niemanden überraschen, dass in den Projektgruppen Arbeit und Wirtschaft das Konfliktpotenzial besonders groß war. Viertens sind verbindliche ethische Standards für KI-Systeme dringend notwendig. Die Nutzungsszenarien können individuelle Rechte schützen, aber sie können sie eben auch beschneiden. Ungleichheiten können sich vertiefen. Für hochsensible Bereiche wie beispielsweise das Gesundheitswesen, die Finanzwelt, staatliche und soziale Institutionen sind bereits Risikoklasse-Modelle entwickelt worden. Wir müssen hier politisch uns anfangen zu entscheiden. Wir sagen, je höher die Risiken sind, desto konsequenter muss auch im Sinne der Menschen reguliert werden. Das hätte die Kommission intensiver bearbeiten müssen. Besonders deutlich zeigt das die Empfehlung zum Einsatz von KI bei Waffensystemen. Viel zu schwammig hat man sozusagen hier einen Begriff aufgenommen, der zwar in der internationalen Aushandlung üblich ist, nämlich den Begriff Ächtung. Aber wir als Linke sagen, hier und heute ist es notwendig, klar zu fordern von der Bundesregierung ein sofortiges Verbot solcher Waffensysteme und das zum Ausgangspunkt von Verhandlungen zu machen. Wir wollen keine autonomen Terminator-Systeme. Meine Damen und Herren, jetzt werden die Weichen gestellt. Die Linke wird sich daher beim Einsatz von KI-Systemen für Transparenz, Diskriminierung und Barrierefreiheit, hohe soziale und ethische Standards, für gestärkte soziale Sicherungssysteme und schließlich natürlich für die konsequente Einhaltung von Grund- und Menschenrechten einsetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Anna Christmann, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns mitten in den großen Krisen des 21. Jahrhunderts. Die Wälder brennen längst nicht nur in Kalifornien oder Australien, sie brennen auch hier bei uns. Ein Hitzesommer jagt den nächsten. Zudem stecken wir in einer Pandemie, von der wir doch gedacht hätten, ein Hochtechnologieland wie uns kann das doch gar nicht mehr erwischen. Anders ist es gekommen, auch Corona hat uns fest im Griff. Diese Krisen des 21. Jahrhunderts, die müssen wir auch mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts bekämpfen. Und dazu gehört künstliche Intelligenz.
Wir müssen diese zum Wohl von Mensch und Umwelt einsetzen, und dafür stehen wir als Grüne. Es gilt KI für Klimaschutz und KI gegen Corona. Und wir Grüne haben uns daher dafür eingesetzt, dass es dazu eigene Kapitel in diesem Bericht gibt. So ist es auch gekommen, und das ist gut so. Denn künstliche Intelligenz kann Windkraft produktiver machen und vernetzte Mobilität Emissionen senken. KI ist aber auch selbst energiehungrig. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass Rechenzentren effizient laufen und mit grünem Strom versorgt werden. Im Gesundheitsbereich kann KI erkennen, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist. Wie geht das? KI kann am Geräusch des Hustens den Unterschied erkennen, ob das Corona-Husten ist oder nicht. Hier stecken enorme Chancen für neue Teststrategien. Auch die Modellierung der Pandemie, die uns bei den richtigen Strategien hilft, sind enorme Chancen, die wir jetzt auch nutzen müssen. In der Online-Beteiligung, die leider tatsächlich viel zu spät kam, wurde auch deutlich, gerade im Medizinbereich sehen die Menschen positive Effekte von KI. Dafür brauchen wir dann aber auch entsprechende Datenpools, die im Gesundheitskapitel auch sehr genau beschrieben werden. Unsere europäischen Standards für Datenschutz und Grundrechte bieten hier eine Chance, vertrauenswürdige und transparente KI-Lösungen gegen Corona und im Medizinbereich allgemein zu schaffen. Bei all den Chancen müssen wir aber natürlich auch sicherstellen, dass KI nicht selbst zu Krisen beiträgt. Die aktuelle Lage in den USA zeigt uns, wie fragil Demokratie sein kann, und soziale Medien spielen dabei eine enorme Rolle. KI kann dafür sorgen, welche Informationen oder auch welche Desinformationen wer wie zu sehen bekommt. Hier braucht es klare Regeln, und die haben wir auch in einem Sondervotum als Grüne eingefordert. Damit wir aber über all diese Dinge entscheiden können, Chancen nutzen, Risiken minimieren, dafür brauchen wir auch die Expertise in Europa, diese Dinge zu entscheiden. Wir brauchen bei uns die klugen Köpfe, die bei uns KI entwickeln und uns ermöglichen, mitzuentscheiden, statt nur auf der Zuschauerbank zu sitzen. Und deswegen war uns besonders wichtig, dass dieser Bericht auch einen europäischen Geist atmet. Hier sind wir weiter als die national ausgerichtete KI-Strategie der Bundesregierung. Und ich hoffe, dass sich die Bundesregierung an diesem künstliche Intelligenz Made in Europe, was uns als Grüne besonders wichtig ist, auch orientieren wird. Und damit komme ich hier zum Schluss, aber insgesamt ist es natürlich der Anfang. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Auch ich möchte natürlich allen Beteiligten danken für die gute Zusammenarbeit und freue mich, diese Schritte dann jetzt hoffentlich auch zu gehen. Nächster Redner ist der Kollege René Respel, SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Tatsächlich, künstliche Intelligenz birgt große Potenziale und hat die Chance, das Leben von Menschen und Gesellschaften besser zu machen, wenn wir es richtig begleiten und anfassen, denke ich. Wir haben gerade schon gehört, die Chancen sind groß im Bereich von Gesundheit, Medizin, durch bessere Therapien, durch bessere Diagnosen mit künstlicher Intelligenz Medizinerinnen und Mediziner zu unterstützen, Therapien durchzusetzen, das Leben besser zu machen. Wir haben die Möglichkeiten, effizienter und schonender mit Ressourcen und Energie umzugehen, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber es kann eben auch genau andersrum laufen, wenn wir die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, das ist unsere Auffassung als SPD, nicht begleiten und an den richtigen Stellen auch Regulationsmechanismen einbauen. Wenn ich auf der Straße oder in Veranstaltungen mit Menschen rede, die sich vielleicht nicht mit dem Thema intensiv befasst haben, kommt auf die Frage, was haben Sie für einen Eindruck mit künstlicher Intelligenz, was wird passieren, eigentlich zuerst der Ansatz und die Befürchtung und die Sorge: Wird eine Maschine mal meinen Arbeitsplatz übernehmen? Und das Zweite ist in der Regel, wird ein Algorithmus über mich entscheiden künftig? Und tatsächlich wissen wir relativ wenig, wie viele Arbeitsplätze, wie viele Tätigkeiten sich verändern, wie viele wegfallen werden und wie viele neu entstehen. Und wir brauchen da definitiv mehr Forschung. Und ich bin froh, dass das Bundesarbeitsministerium sich ja schon auf den Weg gemacht hat, mit der Denkfabrik genau in diesen Bereich hineinzuschauen. Aber es geht ja auch nicht nur darum, zu
identifizieren, werden 10 Gabelstaplerfahrer in einem Unternehmen möglicherweise künftig durch Roboter ersetzt und an anderer Stelle entstehen 20 neue Arbeitsplätze. Es geht nicht um Saldieren, sondern am Ende ist uns als Sozialdemokratie wichtig, was passiert mit den 10 Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Und einer der wichtigsten Punkte ist Qualifizierung und Begleitung. Wir wollen diese Menschen nicht allein lassen, sondern sie unterstützen, diesen technologischen, diesen digitalen Wandel auch gut überstehen zu können. Und das setzt an vielen Punkten an. Wir sind sehr überzeugt, dass die Betriebe, gerade die Mittelständler, unterstützt werden müssen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Aber wir glauben auch, dass Vertrauen nur geschaffen werden kann durch Teilhabe. Und das bedeutet, dass wir betriebliche Mitbestimmung ausbauen und stärken wollen. Das heißt, Mitbestimmung der Arbeitnehmer in diesen Bereichen, auch bei künstlicher Intelligenz, ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass künstliche Intelligenz in Deutschland arbeits- und sozialverträglich eingeführt werden kann. Und auf die Frage, wird eine Maschine über mich entscheiden, einen Algorithmus, haben wir als SPD eine deutliche Antwort. Nein, für uns steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht Markt oder Staat. Und wir sind deswegen der Auffassung, dass es an wichtigen Stellen unter dem Stichwort Vorsorgeprinzip übrigens ein abgestuftes Risikomanagement, eine Einschätzung von Risiken geben muss und eben auch da, wo es sinnvoll ist, Regulationsmechanismen. Das, glaube ich, ist der einzige Weg, dass künstliche Intelligenz eine positive Wirkung in Deutschland und Europa entfalten darf. Zum Schluss darf ich mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen Lena Sophie Müller, Jan Kuhlen, Sami Haddadin und Lothar Schröder bedanken. Wir haben richtig viel gelernt, toll diskutiert und hoffe, dass ihr uns auf dem Weg der Umsetzung von KI zu einer menschengerechten, sozialverträglichen Technologie in Deutschland weiter unterstützt. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Marc Jungen, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, KI, künstliche Intelligenz, lässt Autos autonom fahren, spielt Schach und schlägt jeden Großmeister, übersetzt Texte, erkennt Sprache und Gesichter, entwickelt Therapien für Kranke und steuert ganze industrielle Fertigungsanlagen. KI ist der wesentliche Treiber der digitalen Revolution, die die gesamte menschliche Zivilisation erfasst hat und in hohem Tempo umgestaltet. Man könnte auch sagen, KI ist das Schicksal. Und wie schon Seneca wusste, den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen treibt es. Und darum, meine Damen und Herren, ist es eminent wichtig, dass wir in Deutschland und Europa auf den Kamm der immer höher ansteigenden KI-Welle gelangen und uns wenigstens eine gewisse Steuerungskompetenz erhalten in diesem unausweichlichen Geschehen und nicht nur getrieben oder gar überrollt werden von den KI-Mächten, den führenden KI-Mächten China und USA. Dass Millionen Arbeitsplätze durch KI wegfallen werden, das ist nicht zu verhindern. Es geht darum, sicherzustellen, dass ebenso viele neue entstehen und dass sie vor allem bei uns entstehen. Wir brauchen Steuererleichterungen und Abbau bürokratischer Hürden für kreative KI-Startups und wir müssen die KI-Forschungskompetenz in Deutschland massiv ausbauen. Auch wenn Sie unsere Forderung nach einem zentralen KI-Campus abgelehnt haben, wir von der AfD sind weiterhin überzeugt, dass ein solches deutsches MIT notwendig ist für echte Spitzenforschung und werden uns weiterhin dafür einsetzen. In der Enquete-Kommission KI des Bundestages war es Konsens, den auch die AfD-Fraktion mitträgt, dass wir uns am Leitbild einer menschenzentrierten KI orientieren wollen, gerade auch im Unterschied zu China, teils auch zu den USA. Im Abschlussbericht heißt es, das bedeutet, dass KI-Anwendungen vorrangig auf das Wohl und die Würde der Menschen ausgerichtet sein und einen gesellschaftlichen Nutzen bringen sollen. Ja, wer will das nicht? Aber wir müssen sehr genau hinsehen, wie wir diesen Nutzen definieren, meine Damen und Herren. Die Kommunistische Partei Chinas hat bereits 2014 ein Sozialkreditsystem eingeführt, das jetzt dank KI schrittweise auf alle Bürger, Behörden und Firmen ausgedehnt wird, ein umfassender Versuch digitaler Sozialkontrolle. Wer sich nicht benimmt, der bekommt Strafpunkte, dessen Aktionsradius wird immer mehr eingeschränkt, von der Reiseeinschränkung bis zur Beendigung der Karriere. KI und Big Data eröffnen Möglichkeiten zu einer Diktatur 2.0, von der die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts nur träumen konnten.
Und wer glaubt, wir seien in Deutschland gegen derartiges gefeit, der höre beispielsweise dem Bremer CDU-Abgeordneten Thomas Röwekamp zu, der vor kurzem in der Bürgerschaft sagte, die Corona-Warn-App bleibe weit unter ihren Möglichkeiten, sie müsse Bußgeld bewährt zur Pflicht werden. Die digitalen Möglichkeiten wecken auch hierzulande offenbar den totalitären Appetit bei den Regierenden. Schon jetzt werden Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Bald soll offenbar die Überwachung dank KI greifen. Alles zum Wohl des Menschen und zum gesellschaftlichen Nutzen natürlich. Der israelische, in Ihrem Vergleich meinen Sie, ich zitiere Ihnen den israelischen Historiker und Star-Intellektuellen Yuval Noah Harari, der kürzlich auf die Corona-Krise angesprochen sagte, ich zitiere, im schlimmsten Fall werden sich die Menschen in 50 Jahren daran erinnern, dass im Jahr 2020 mit Hilfe der Digitalisierung die allgegenwärtige Überwachung durch den Staat begann. Das darf auf keinen Fall Wirklichkeit werden, meine Damen und Herren. Die Enquete-Kommission KI hat ihre Arbeit nach 2,5 Jahren mit einem 800-Seiten-Bericht abgeschlossen. Ich bin dankbar, dass ich ein klein wenig dazu beisteuern konnte, gemeinsam mit den Kollegen Johanna Kotar und Peter Felser, auch von den Experten, einiges lernen konnte. Die eigentliche Herausforderung der Politik durch KI beginnt aber erst. Und die AfD-Fraktion wird jede Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten durch KI begrüßen. Unsere Freiheit und Demokratie, aber ebenso entschlossen gegen die neuen Gefahren verteidigen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Sauer, CDU und CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2 Jahre durfte ich mich sehr intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und es ist mir einmal mehr vor Augen geführt worden, wie weit die Spanne ist zwischen der Innovation und der Chance auf der einen Seite, aber auch Misstrauen und Angst und Sorge auf der anderen Seite. Und wenn ich Misstrauen anspreche, dann haben Sie es eben selbst in Ihren Beiträgen schon zum Ausdruck gebracht. Frau Dr. Sitte für die Linken und Herr Dr. Jongen für die AfD. Ich glaube, das ist die falsche Grundlage, wenn man mit der Zukunft umgehen möchte. Wir haben ein Technologiewerkzeug vor uns, was uns große Chancen bietet, wo wir viel erreichen können, wenn wir es gut integrieren, wenn wir die Welt als digital vernetzte Welt akzeptieren und darunter auch KI als ein Instrument betrachten, was uns hierbei unterstützt. Es waren auch für mich 2 intensive Jahre, ja, zeitweise sehr intensiv. Man hat auf manche Momente verzichten können. Die Abstimmung, die Debatte hilft aber. Ja, das tut uns wirklich gut. Und es war lehrreich, dank der Ergänzung durch die Sachverständigen, die uns dauerhaft begleitet haben, im kleinen Zirkel, aber auch im großen. Und ich darf deshalb Danke sagen allen, die mitgewirkt haben, denn es waren in der Summe 270 Personen, die direkt oder indirekt da dem Werk eine Qualität geschenkt haben. Ich bin der Meinung, wir haben zum einen den breiten Konsens hergestellt, dass KI eine für uns wichtige, zukunftsfähige Technologie ist. Es ist in allen Lebensbereichen so, dass es uns bewegt. Und zum Zweiten, und das ist auch in allen Beiträgen schon zum Ausdruck gekommen, der Mensch muss hierbei im Mittelpunkt stehen. KI ist europäisch zu denken und zu entwickeln. Und wir brauchen dies auf der Basis einer gemeinsamen Wertebasis. Ich blicke deshalb auf eine vertrauenswürdige Marke der KI und sage, wir sollten uns nicht die Zeit nehmen, indem wir nach USA und nach China schauen, das, was wir nicht wollen, sondern wir sollten die Zeit nutzen für uns, für unsere eigene KI im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. Und da sind ja auch schon gute Akzente gesetzt worden in der Zusammenarbeit mit Frankreich. Als Bürgermeister und Kommunalpolitiker habe ich immer gesagt, wir brauchen Akzeptanz. Akzeptanz beim Bürger, die kriegen wir hergestellt, indem wir eine breite Transparenz schaffen. Darauf baut sich Vertrauen auf und da kann Sicherheit daraus entstehen, wenn wir den Bürgern zeigen, wo der Nutzen der Technik steckt, warum es für die Zukunft wichtig ist, und warum wir da auch im Rahmen des Erlebbaren schon heute eine starke Konfrontation mit KI haben. Viele wissen es gar nicht. Wir haben die angesprochenen Bereiche der Spracherkennung, Gesichtserkennung, Übersetzung, Navigation. Doch der Bürger weiß es zu wenig. Hier müssen wir ein bisschen Bildung, ein bisschen Information noch mehr rausbringen.
Der Schlussbericht, Herr Präsident, ist Ihnen übergeben. Und ich darf sagen, er ist mehr als ein Bericht für den Deutschen Bundestag. Er ist auch ein Bericht für die breite Mehrheit. Denn er ist gut formuliert mit zahlreichen Handlungsempfehlungen. Immer in jedem Unterabschnitt, in jeder Projektgruppe auch eine Zusammenfassung. Das heißt, jeder hat die Gelegenheit, sich das anzuschauen. Und ich kann nur ermutigen, sich diese 500 Seiten, und es sind tatsächlich nur 500 Seiten, die wir selbst formuliert haben, wo wir gerungen haben um eine gemeinsame Position. Und ja, es ist uns nicht gelungen, alle mitzunehmen. Die AfD haben wir verloren, die Linken haben wir verloren, aber ich glaube nicht, wir haben sie verloren, sondern sie haben sich selbst verabschiedet. Die Linken haben den Bericht als Ganzes nicht mitgetragen, sie haben sich enthalten, sie haben allein mit der AfD wesentlich dazu beigetragen, dass man über 90 Seiten Sondervoten die eigene Meinung zum Ausdruck bringt. Das ist, glaube ich, ein Stück weit, wird es dem nicht gerecht, was wir an Strapazen in der Abstimmung mit Ihnen hatten. Das mächtige Werkzeug KI verdient Verantwortung. Wir haben als CDU-CSU-Fraktion dies übernommen. Wir haben in einer realistischen, innovationsfreundlichen und chancenorientierten Debatte dazu beigetragen, dass wir einen wesentlichen Schritt nach vorne kommen. Zur Regulierung kann man tatsächlich sagen, es braucht die konkrete KI in den Anwendungen und zu betrachten, wo es denn wie wirkt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht überregulieren, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft nicht schwächen. Deshalb freut es mich, dass wir die bereits angesprochene KI-Beauftragte Ronja Kemme haben bei uns in der Fraktion, die das Thema weitertreiben wird. Für uns ist es kein Papier für die Schublade, für uns ist es ein Impulsgeber für das Parlament. Ich sage deshalb danke all denen, die mitgewirkt haben, vor allem aber auch dem Büro, Enquete-Büro Künstliche Intelligenz, Frau Bilder, Ihnen und Ihrem Team, aber auch den Mitarbeitern in unseren Büros und den Fraktionen. Herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit, viel Freude beim Lesen und lassen Sie uns gemeinschaftlich den Fortschritt gestalten. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daniela Gluckert, FDP. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, 2 Jahre Enquete-Kommission bedeuten auch 2 Jahre Kompromisse. Und es ist gut, dass wir diese Kompromisse können. Es ist gut, dass wir im Parlament trotz der ganzen Unterschiede zusammenarbeiten können. Das tut auch gut in diesen Zeiten. Und genau deswegen ist es schade, dass am Ende die Linke es war, die diesen Kompromiss verweigert hat. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Forderungen wir auch aufgenommen haben, die genau von Ihnen gekommen sind. Und deswegen denke ich, das nächste Mal, wenn Sie mit dem Finger auf die USA zeigen, wenn Sie mit dem Finger auf andere zeigen, dann überlegen Sie sich genau das, denn Sie sind es, die hier demokratische Gepflogenheiten eben nicht bereit sind mitzutragen. Sie sind es, die Sie nur nutzen. Aber apropos schlechter Stil und Hashtag Hufeisen, die AfD trägt den Antrag zwar mit, aber hat die Arbeit quasi verweigert. Zumindest in meiner Gruppe, die ich geleitet habe, wurde keine Zeile geschrieben, keine Diskussion geführt. Sobald es um konkrete Inhalte geht, eben nicht ums Poltern, dann sieht man sie nicht mehr. Die Kompromisse, die wir als Parteien der Mitte getragen und gearbeitet haben, denn genau sie haben sie eben nicht mitgetragen, weil sie eben auch nicht mit abgestimmt haben. Die sind die Ankerlinie für uns nach unten, für mehr. Denn wir brauchen mehr KI, wir brauchen mehr Entscheidungsfreude und wir brauchen weniger Angst. Technologischer Fortschritt, das war immer auch ein Treiber unserer Gesellschaft. Der Aufstieg der Bauern, die Freiheit der Handwerker, all das wäre zum Beispiel mit dem Buchdruck, ohne den Buchdruck überhaupt gar nicht möglich gewesen. Genau das Gleiche gilt für die Selbstbestimmung der Frauen, die ohne mehr Arbeitsplätze eben nicht am Heim und am Herd auch nicht denkbar gewesen wäre. Was wir nicht tun dürfen, aber was eben häufig passiert, ist ethische Fragestellungen vorzustellen, obwohl wir eigentlich ein bisschen entscheidungsfaul sind. Statt KI als Lösungen zu sehen, verlieren wir uns oft im Klein-Klein.
Ambition und Gestaltungswillen fehlen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Hemmnisse abbauen, zum Beispiel beim Transfer von der Forschung in die Anwendung, beim Einsatz von KI in Unternehmen und natürlich auch bei der Finanzierung unserer Start-ups. Und für diese praktische Umsetzung, da ist die Bundesregierung auch verantwortlich. Sie muss als Anwender hier auftreten, als Nachfrager auftreten. Deswegen ist unser Vorschlag, dass jedes Ministerium sich 10 KI-Anwendungen raussucht, diese ausschreibt, implementiert und dann auch umsetzt. So geben wir auch KI einen Fortschritt, eine Richtung. Und diese Richtung, die müssen wir entschlossen gehen, damit wir eben, es wurde hier ganz oft angeteasert, KI made in Europe, KI made in Germany, das kommt nicht von alleine, das müssen wir hier umsetzen. Nur mit mehr Innovation, mit mehr Wohlstand können wir auch zukünftigen Generationen diese Verheißung des Aufstiegs, also das mehr wollen, wie von der industriellen Revolution, wie beim Buchdruck, dann auch versprechen. Und das muss doch unser Ziel sein, vorankommen in diesem Land. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Daniel Bayers, Bündnis 90 Die Grünen. Kein Moment. Jetzt. Ja, schönen guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es gerade gehört, wir reden auch über ethische Aspekte in der KI. Das war ja auch Schwerpunktthema in der Enquete-Kommission. Zu Recht, Ethik ist wichtig. Wenn eine neue Technologie aufkommt, dann wirkt ja manchmal die normative Kraft des Faktischen. Und es ist eine Wette. Diese Wette kann gut ausgehen, die kann aber auch schlecht ausgehen. Und ich finde, wir sollen uns dieser Wette nicht einfach ausliefern. Nur wenn wir auch selbst gestalten, sind wir in der Lage, Normen zu setzen. Normen, an denen sich andere orientieren, vielleicht sogar orientieren müssen. Normen, die mit unseren Werten vereinbar sind. Und wenn wir beispielsweise an China denken und die Entwicklungen dort für bedenklich finden, dann reicht es halt nicht, nur darüber zu klagen, dann reicht nicht, die beste Ethik in der KI zu haben. Da müssen wir auch selbst Technologie in die Umsetzung bringen und können deswegen bei diesem Bericht nicht stehen bleiben. Wenn wir Champion in der Ethik der KI werden wollen, und ich finde, wir sollen das, dann müssen wir auch Champion in der Anwendung von KI werden, meine Damen und Herren. Und gerade weil wir selbst gestalten müssen, macht es mich manchmal stutzig, dass wir irgendwie die grundlegenden Dinge nicht hinbekommen. KI basiert auf Daten. Jetzt kann auch der beste Algorithmus kein gutes Ergebnis liefern, wenn die Daten nicht gut sind. Und als Wirtschaftspolitiker merken wir das ja gerade auch in dieser Pandemie, dass wir wirtschaftspolitische Entscheidungen teilweise im Blindflug treffen müssen. Daten über Insolvenzen zum Beispiel sind über 6 Monate alt. Manche Steuerdaten reichen, aktuellsten Steuerdaten reichen ins Jahr 2014 zurück. Und eigentlich bräuchten wir die in Realtime, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel jetzt gegen eine drohende Insolvenzwelle. Das sind oft Datenstrukturen in der öffentlichen Hand, die sind nicht einheitlich, die sind nicht vollständig, die sind nicht logisch miteinander verknüpft. Ich zitiere mal das Handelsblatt aus dieser Woche, die haben es auf den Punkt gebracht: Wenn es um Erhebung, Aufbereitung und Weitergabe von Wirtschaftsdaten geht, ist Deutschland statistisches Entwicklungsland. Zitat Ende. Und hier geht nicht nur viel Potenzial verloren, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen, hier geht auch viel Potenzial verloren, Innovationen in unseren Behörden nach vorne zu bringen. Und deswegen, wenn es eine Botschaft aus dieser Enquete-Kommission gibt, meine Damen und Herren, dann doch die, dass wir eine gute Datenstrategie für Umsetzung und für Innovation brauchen, meine Damen und Herren. Zu guter Letzt, aufgrund der aktuellen Ereignisse, die Präsidentschaftswahlen in den USA sind nervenaufreibend. Wir hoffen natürlich auch auf einen Neubeginn des transatlantischen Verhältnisses. Wir haben es heute ein paar Mal gehört, bei KI geht es um Made in Europe. Aber ich finde, wir sollten auch da nicht stehen bleiben. Ich höre manchmal in der Debatte so raus, als gäbe es jetzt eine Äquidistanz zwischen China und den USA. Ich teile das nicht, explizit nicht. Trotz der schwierigen Lage in den USA teilen wir mit diesem Land gewisse Werte wie Demokratie, wie Menschenrechte. Und deutsche Firmen waren ja damals schon beteiligt, als beispielsweise um die Mondlandung der Amerikaner ging. Und ich finde, der nächste technologische Moonshot sollte ja auch daran weiterarbeiten. Denken wir zum Beispiel an sowas wie Spracherkennung. Denken wir zum Beispiel an sowas wie den Sieg gegen den Krebs. Und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und deswegen sollten wir gezielt auch auf die Zusammenarbeit von Europa mit den USA setzen, um KI nach unseren Werten zu gestalten. Und ich finde, das können wir selbstbewusst machen, weil mit dieser Grundlage des KI-Enquete-Berichts haben wir eine richtig gute Grundlage geschaffen. Herzlichen Dank.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Elvan Korkmaz-Emre, SPD. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Einsatz von algorithmischen Systemen birgt viele Chancen und Potenziale, ohne Frage. Aber sie bringt auch gewisse Schwierigkeiten mit sich. Zum Beispiel Probleme und Gefahren zu erkennen, aufzudecken oder gar nachzuweisen. Nehmen wir das Beispiel, dass die KI unser MRT-Bild analysiert. Im Zweifel können wir nicht nachverfolgen, warum das Ergebnis so ausfällt und nicht anders. Hinzu kommt, dass uns die Geschwindigkeit und Dynamik in der Entwicklung neuer Anwendungsfälle für KI vor Herausforderungen stellt. Das ist für das digitale Zeitalter alles nicht neu, aber bisher haben wir noch keine gute Antwort darauf gefunden. Und insofern wundert es mich auch nicht, dass wir heute nach 2 Jahren Arbeit einen Konsens vorliegen haben, aber natürlich nach wie vor unterschiedliche Haltungen ausgeprägt sind. Und deshalb haben wir für uns ein Sondervotum eingebracht und da gilt ein großer Dank an Jan Kuhlen und den wundervollen Verein D64, in dem wir festgehalten haben, dass die Regulierung zuerst das Risiko ihrer Anwendung für Gesellschaft und Individuen berücksichtigen muss und danach erst die Anforderungen zu definieren sind. Heißt, sobald KI im autonomen Fahrzeug steckt, hat das Konsequenzen für ziemlich viele Verkehrsteilnehmer. Oder wenn die Auswahl von Nachrichten durch KI beeinflusst wird, dann hat das sogar Konsequenzen für unsere politische Ordnung. Und in diesen Fällen müssen wir dafür sorgen, dass die Grundsätze unseres Miteinanders nicht ausgehebelt werden. Heißt konkret, der Gesetzgeber macht die Vorgaben, nicht die Technik. Wir halten daher eine gestufte Regulierung, die je nach konkretem Risiko mehrere Abstufungen vorsieht, für den richtigen Ansatz. Denn nur so können wir Risiken spezifisch regulieren. Schließlich macht es schon einen kleinen Unterschied, ob wir über Instagram-Filter oder über autonome Waffen sprechen. Unterschiedliche Risikointensitäten, unterschiedliche Einstufungen, unterschiedliche Behandlung. Gleichzeitig darf es natürlich nicht zu regulatorischen Schnellschüssen kommen und daher schlagen wir vor, das Risikotasten zu ermitteln. Voraussetzung dafür ist, dass wer algorithmische Systeme einsetzt, muss das transparent machen. Und Ziel ist ein Prozess, der eine fundierte, evidenzbasierte Grundlage für die tastende Ausgestaltung von Anforderungen, zum Beispiel im Hinblick auf die menschliche Arbeit, Robustheit, Genauigkeit ermöglicht. Und dabei sind durch Normen und Standards nicht erfasste, grundrechtlich geschützte Rechtsgüter für uns insbesondere zu wahren. Schließlich sind Selbstbestimmung, Handlungsfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit für uns oberste Maxime. Diese Bedingungen, unter denen wir den Einsatz algorithmischer Systeme für Menschen rechtfertigen können, finden sich übrigens auch in der DSGVO. Und ich möchte einmal betonen, sie schützt nicht Daten. Die DSGVO schützt Menschen. Und insofern habe ich einige Sondervoten mit schon ziemlicher Verwunderung gelesen, die mit Zweckbindung oder Datenminimierung zwei Grundsätze der DSGVO streichen wollen. Die DSGVO ist mittlerweile ein Werk, das globale Anerkennung erfährt und deren Standards als europäische Errungenschaft gelten. Europäische KI kann sicher viel, aber am Datenschutz sparen. Das kann sie mit Sicherheit nicht. Heute haben wir überall noch mal einen Dank gehört. Einer ist ausgeblieben. Deshalb möchte ich mich noch mal anreihen und noch mal einen Dank an die Vorsitzende aussprechen der Enquete-Kommission, die uns mit ganz viel Engagement durch diese 2 Jahre geführt hat. Vielen Dank, Daniela Kolbe. Nächster Redner ist der Kollege Hans-Jörg Dürz, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Am 4. November, gestern, um kurz vor 7 Uhr deutscher Zeit, war es soweit, das Gegenmittel wurde eingesetzt, das in der deutschen Übersetzung hölzern klingt, aber verständlich. Ich zitiere, einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess. Es war dieser Warnhinweis, den der Kurznachrichtendienst Twitter ausspielte, als der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas seinem politischen Widersacher vorwarf, ihm seinen Wahlsieg zu stehlen.
Ob der Hinweis hilft, das wissen wir nicht genau. Denn egal ob Fake News, Filterblasen oder Echokammern, die Inhalte, die wir in den sozialen Medien zu sehen bekommen, sind von Algorithmen geprägt, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Die Mechanismen, wie zum Beispiel Polarisierung der digitalen Öffentlichkeit, sind zwar viel diskutiert, jedoch nur sehr spärlich erforscht. Das liegt nicht etwa am Desinteresse der Wissenschaftler, sondern daran, dass sie ihren Forschungsgegenstand nicht angemessen untersuchen können. Was ihnen fehlt, sagt der Enquete-Bericht sehr deutlich, der Zugang zu Daten der sozialen Netzwerke. Nur wenn wir Meinungsbildung im Netz verstehen, kann Politik die richtigen Regeln für den Diskurs im Netz auch setzen. Dass die Koalitionsfraktionen den Enquete-Bericht ernst nehmen, zeigt sich auch daran, dass sie Handlungsempfehlungen bereits jetzt umsetzen. Bei der Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beispielsweise wird die Union und auch die SPD alles daran setzen, eine Forschungsklausel in das Gesetz zu bringen. Unser Ziel ist mehr Erkenntnis für Demokratie im Netz. Und auch die Forderung des Enquete-Berichts nach einer Reform des Wettbewerbsrechts ist bereits in der Umsetzung. Mit der GWB-Novelle sind wir weltweit eines der ersten Länder, die sich der Macht der Tech-Giganten mit einem Gesetz entgegenstellen. Denn diese besitzen den Rohstoff des Wohlstands von morgen, den Rohstoff, der KI zum Laufen bringt, Daten. Wir müssen für fairen Wettbewerb, für mehr Datenzugang im Wettbewerb sorgen, denn wir wollen, dass nicht nur wenige große, sondern viele kleine Unternehmen die Chance von KI für unsere Gesellschaft heben können. Die GWB-Novelle ist eines der zentralen wirtschaftspolitischen Projekte dieser Koalitionsfraktionen. Und wenn alles gut geht, dann liegt dieses Jahr zu Weihnachten ein Geschenk unter dem Baum, das nicht nur den fairen Wettbewerb stärkt, sondern auch die Wahlfreiheit der Verbraucher. Meine Damen und Herren, so geht soziale Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter, so sichern wir wirtschaftliche Freiheit im Netz. Und wir werden nicht müde, diesen Weg für Freiheit, Recht und wirtschaftliche Fairness im digitalen Zeitalter weiterzugehen. Der Enquete-Bericht zeichnet diesen Weg vor. Neben dem Zugang zu Daten muss der Einsatz von künstlicher Intelligenz transparent gemacht werden. Denn nur so erlangen wir das Vertrauen der Bürger und können die Chancen künstlicher Intelligenz in einem menschenzentrierten Ansatz nutzen. Im öffentlichen Raum muss erkennbar bleiben, welche Informationen wahr sind und welche nicht. Insbesondere Journalisten und Behörden müssen deshalb in die Lage versetzt werden, die Echtheit von digitalen Inhalten zweifelsfrei zu erkennen. So müssen wir Gefahren durch sogenannte Deepfakes entgegentreten. Und wenn Roboterjournalismus beispielsweise bei Berichterstattung über, wie heute teilweise schon, Sportveranstaltungen, das Wetter oder Verkehrsmeldungen immer präsenter wird, sich immer weiter ausweitet, müssen diese Texte als KI-generiert gekennzeichnet werden. Diese Transparenz ist wichtig für die öffentliche Debatte und wichtig für die Demokratie. Um Demokratie geht es auch hier und heute. Während für künstliche Intelligenz Daten essentiell sind, ist die Demokratie ohne den Willen zum Kompromiss nicht denkbar. Und Enquete-Berichte nehmen hier eine ganz besondere Funktion ein, denn Regierungs- und Oppositionspolitiker finden hier gemeinsam das Fahrwasser, in das wir unsere Gesellschaft steuern wollen. Auch die Fraktion Die Linke war in diese Kompromissfindung intensiv mit eingebunden. Wir haben auch mit Ihnen gute Diskussionen geführt. An vielen Stellen haben Sie die Möglichkeit von Sondervoten völlig in Ordnung genutzt. Dass Sie trotzdem nicht die Kraft finden, diesem Bericht zuzustimmen, ist unverständlich und schade, denn es wird der intensiven Arbeit aller Fraktionen nicht gerecht. Wo führt es denn eigentlich hin, wenn Parteien und Fraktionen nicht mehr für den Kompromiss eintreten? Und da wären wir dann wieder beim Beginn meiner Rede, den Warnhinweisen von Twitter und einer fragilen digitalen Öffentlichkeit. Als Union wollen wir dieser Fragilität entgegentreten und deshalb brauchen wir Transparenz und entsprechenden Datenzugang für mehr Demokratie und Freiheit im Netz. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Falko Moors, SPD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist betont worden, Technik, Innovation, Fortschritt sind keine Selbstzwecke, sondern es geht immer darum, dass wir als Menschen dabei im Mittelpunkt stehen, dass der Nutzen für uns als Gesellschaft der eigentliche Zweck von Fortschritt ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch nicht die Frage an der Stelle, ob Mensch oder KI, sondern es muss um die Frage Mensch und KI und wie gestalten wir eigentlich diese Zukunft in unserem Sinne, im Sinne der Menschen gehen. Das, meine Damen und Herren, ist unser Ziel als Parlament. Und das, meine Damen und Herren, war die Aufgabe für uns als Enquete-Kommission. Und auch in der Projektgruppe Wirtschaft haben wir uns sehr intensiv genau mit dieser Frage befasst. Wie schaffen wir es eigentlich, nicht blind die Risiken, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, zu ignorieren, aber eben auch genauso blind vermeintlichen Potenzialen oder Chancen hinterher zu rennen, ohne eben auch zu erkennen, dass wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen. Also weder verteufeln noch glorifizieren. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir im Umgang mit KI finden müssen. Und deswegen haben wir uns in der Projektgruppe Wirtschaft zum Ziel gesetzt, dass wir mit Szenarien arbeiten. Dass wir also beschrieben haben, was ist eigentlich ein Zielzustand, zu dem wir in der Wirtschaft mit künstlicher Intelligenz kommen wollen. Und was, meine Damen und Herren, ist aber auch ein Zustand, den wir uns nicht wünschen. Und nachdem wir das beschrieben haben, dann eben auch zu sagen, was ist der Weg von heute hin zu diesem Ziel. Und ich glaube, das ist wirklich ein verantwortungsvoller Umgang mit einer ja doch sehr komplexen Technologie und Fragestellung für uns als gesamte Gesellschaft. Und auf dieser Grundlage sind wir zur Empfehlung gekommen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir Experimentierräume brauchen, sogenannte Sandboxes, mit denen oder in denen eben mal ohne sofort die Schere im Kopf zu haben, was vielleicht irgendwie alles nicht geht, mal den Einsatz von künstlicher Intelligenz ausprobieren können. Natürlich immer mit einer klaren Zweckbindung. Es geht nicht um irgendwelche feuchten Träume zu sagen, alles, was irgendwie behindert, kann ich mal beiseite lassen, sondern nein, natürlich mit einer Zweckbindung an der Stelle den Einsatz von künstlicher Intelligenz voranzubringen. Es geht darum, Ökosysteme für Start-ups von künstlicher Intelligenz zu schaffen, noch mehr, um an der Stelle eben auch, wir haben es mehrfach gehört, hier auch eine wirkliche verantwortungsvolle und aktive Vorreiterrolle einzunehmen. Wir haben gesagt, es geht neben der Stärke in Forschung von künstlicher Intelligenz immer auch darum, ob wir den Transfer in die Praxis, in Industrie, im Mittelstand und in kleinen Unternehmen hinbekommen. Und gerade wenn wir an den Mittelstand denken, stellen wir fest, dass es eben oft an Know-how, an Transfermöglichkeiten fehlt. Auch das ist ein wichtiger Ansatz, um tatsächlich in Deutschland eine Vorreiterrolle zu bekommen. Ich möchte den Dank, der gesagt wurde, an alle, die mitgearbeitet haben, nicht wiederholen, aber ihn unterstreichen. Ich glaube, er ist berechtigt. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank an die Vorsitzenden und alle anderen. Ich sage das hier nur stellvertretend. Meine Damen und Herren, ich wiederhole das, weil das ist die wichtige Aufgabe. Es geht nicht um Mensch oder KI, es geht um Mensch und KI und wie wir das gestalten. Herzlichen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Marc Bier, das CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, KI ist das Schlüsselthema, damit Deutschland, damit Europa, und Deutschland und Europa ist das Land, ist das Kontinent der Tüftler und der Denker, dass wir weltweit ein führender Innovationsstandort bleiben, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen uns aber auf einen harten internationalen Wettbewerb behaupten. Damit wir diese Technik der künstlichen Intelligenz, damit wir die Zukunft gestalten können. Die Handschrift von KI, die muss in Europa, die muss in Deutschland signiert werden. Schon jetzt, gerade jetzt, in diesem Moment, in diesem Augenblick, hilft die KI in der Medizin, Menschenleben zu retten. Bilder können schneller ausgewertet werden. Es können bessere Diagnosen gestellt werden. In der beruflichen Weiterbildung können aufgrund von KI
basierten Weiterbildungsplattformen schnelle und individualisierte Lerninhalte dargebieten werden. Deswegen haben wir als CDU-CSU-Fraktion ein Projekt gestartet, das ist Milla, eine Lernplattform, die auch KI-basiert sein soll. Und genau hier muss jetzt die Zukunft starten. Überall dort, wo Chancen entstehen, meine Damen und Herren, dort sind auch Risiken. Und genau diese Risiken, die müssen wir hier in der Herzkammer, die müssen wir hier im Deutschen Bundestag diskutieren. Und deswegen, ich kann dann meinem Kollegen Hans-Jörg Dürzner noch mal zustimmen. Ich hätte mir auch gefreut, wenn die Linken eben nicht sich enthalten hätten, sondern entweder Ja oder Nein gesagt hätten. Das gehört auch, finde ich, zur Demokratie. Nein, das ist kein Trauma. Ich glaube, das Trauma liegt auf Ihrer Seite. Aber lassen Sie uns im Text weitermachen. Der Abschlussbericht der künstlichen Intelligenz, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, sind eben mehr als 800 Seiten PDF, die man jetzt vielleicht ins iPad, in die Bibliothek abspeichern kann. Nein, es ist der Startschuss einer offenen und einer konstruktiven Debatte. Die CDU-CSU-Fraktion. Und für uns ist es klar, die ethischen Leitplanken, die werden hier im Parlament, die werden hier gemeinsam mit der Gesellschaft errungen und auch erstritten. Für uns steht aber klar, der Mensch steht im Mittelpunkt. Für mich als Arbeitsmarktpolitiker ist KI eine Riesenchance. Und warum ist es eine Riesenchance? Weil wir gerade viele Arbeitsplätze gestalten können, neu erschaffen können. Und warum sage ich das jetzt auch gerade hier und eben nicht zu sagen, ja, es werden auch Arbeitsplätze wegfallen. Aber es werden ganz arg viele Arbeitsplätze eben in der Hightech-Industrie, aber auch bei Nicht-Akademikern und Nicht-Akademikerinnen entstehen. Und genau auf diesem Weg müssen wir als Parlament die Menschen mitnehmen. Wir dürfen nicht das Gefühl dalassen, dass jemand abgehängt wird, dass jemand stehen gelassen wird und dass jemand nicht mitmachen kann. Bei der künstlichen Intelligenz dürfen, sollen alle Menschen mitmachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. KI muss dem Menschen dienen. KI muss ein Werkzeug sein. KI wird ein Hilfsmittel sein. Das haben schon viele Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Damit wir aber KI und jetzt diesen Abschlussbericht, und das ist, glaube ich, ein falscher Name, es ist kein Abschlussbericht, die Zukunft fängt jetzt an mit diesem Bericht der Enquete-Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie uns das gemeinsam in diesem Haus, auch liebe Fraktion der Linke, auch mit Ihnen gemeinsam, lassen Sie uns jetzt diesen Abschlussbericht, wo Sie sich enthalten haben, jetzt als Startpunkt nehmen, damit wir diese Debatte hier im Deutschen Bundestag im der Gesellschaft jetzt zu Ende bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die künstliche Intelligenz wird spannend. Ich persönlich freue mich darauf. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion freut sich darauf. Aber für uns ist klar, der Mensch steht im Mittelpunkt. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Die unterschiedlichen Voten der Fraktionen sind in der Enquete-Kommission abgegeben worden. Innerhalb für das Plenum sind keine Anträge gestellt. Der Bericht auf der Drucksache 23.700 ist damit zur Kenntnis genommen. Und damit rufe ich auf